Ja, dieses Format gibt es noch. Und so heiße ich euch herzlich willkommen zur finalen Ausgabe vom Kanal des Monats. Viele von euch fragen sich sicherlich, warum im Februar nicht wie geplant eine Episode kam. Die letzten Wochen wurde ich auch immer wieder darauf angesprochen. Ich habe damals zwar auch ein Statement im Community-Tab abgegeben, aber der hat ja bei weitem nicht so viel Reichweite und daher haben es sehr viele gar nicht erst mitbekommen. Bevor wir also loslegen, will ich euch jetzt nochmal ganz kurz erklären, woran die Pause lag. Und zwar bin ich ganz ehrlich, ich habe mich einfach nicht wohlgefühlt mit dem Format und es hat mich innerlich schon ein bisschen aufgefressen, so sehr sogar, dass ich in der Woche, wo das Format hätte kommen sollen, fast gar keine Motivation mehr hatte. Ich war wirklich komplett unzufrieden und das Format an dieser Stelle erstmal zu unterbrechen, war für mich die einzige Option. Und da muss ich jetzt auch sagen, auch wenn es wirklich nur vereinzelte Reaktionen waren, es war teilweise doch unter aller Sau, wie manche Leute darauf reagiert haben. Es war immer ein Format, was ich ins Leben gerufen habe, um euch was für den Support zurückzugeben, weshalb an manche Vorwürfe gar nicht klar gingen. Die Person, an die ich mich vor allem richte, hat zwar mittlerweile auch alle Kommentare wieder gelöscht, weshalb ich dazu jetzt auch nicht mehr zu viel sagen werde. Der Großteil von euch hat es ja auch zum Glück ohne Probleme hingenommen. Danke auf jeden Fall dafür euer Verständnis. Mein Hauptproblem war ja, dass es einfach keinen Kanal gibt, wo es sich richtig anfühlt, mich dafür zu entscheiden. Ich sitze jetzt schon auch wieder eine Viertelstunde am Skript und schaffe es tatsächlich einfach nicht, so richtig in Worten auszudrücken, was genau mich damals daran gestört hat. Aber genau das, denke ich, ist auch das Problem. Ich bin hier nun mal gerade nicht in der Lage, eine vernünftige Entscheidung zu treffen, auch wenn das vielleicht ein bisschen komisch klingen mag für Außenstehende, aber letztendlich bin ich ja auch nur ein mittlerweile 21-Jähriger, der auf YouTube sein aufgesaugtes Wissen weitergibt. Und auch ich komme mal irgendwo an meine Grenzen. Und tatsächlich war jetzt der Kanal des Monats Februar so eine Grenze für mich. Ich habe ja bisher sonst alles durchgezogen auf diesem Kanal, bis auf die Woche, wo ich mal echt krank war. Aber ansonsten immer im gleichen Rhythmus hochgeladen. Ich habe bisher alle Formate zu Ende geführt. Und auch das auf alle Kommentare antworten ziehe ich ja immer noch durch. Es war von Anfang an auch der Plan, den Kanal des Monats auch erstmal nur 3 Episoden lang zu führen, weil ich auch zu Beginn wirklich nicht damit gerechnet hatte, dass das Ganze so gut bei euch ankommt. Ich habe zwar durchaus mit vielen Teilnehmern gerechnet, da sich ja Leute auch oft einen Push erhoffen bei sowas, aber die Voraussetzung, ein eigenes Video erstellen zu müssen, das hat sich echt ausgezahlt und diese Abo-Geier wurden so gesehen ausgesiebt, sodass ich wirklich fast nur ernste Bewerber hatte, die mich auch regelmäßig verfolgen. Die Playlist mit allen Bewerbern ist natürlich wieder oben verlinkt. Ich habe zwar ein wenig aussortiert, wer sich im Januar nicht neu beworben hat, ist jetzt raus, aber das habe ich auch erwähnt. Ich möchte mich nochmal ausdrücklich bei euch bedanken an dieser Stelle. Ich bekomme echt Gänsehaut, wenn ich daran denke, dass so viele Leute sich bei mir bewerben, weil ihnen meine Meinung wichtig ist. Deswegen werde ich am Ende des Videos auch nochmal was zum Thema Kanalbewertung sagen. Jedenfalls endet das Format hier nun in der dritten Folge, jedoch aber nicht für immer. Ich hatte immer vor, später mal eine zweite Staffel zu machen, eventuell leicht anders, eventuell mit einem Abstimmverfahren. Da werde ich euch dann aber informieren, wenn es soweit ist. Ich habe mir auch viele Gedanken gemacht, wie ich hier die Auflösung umsetzen soll. Viele von euch hatten mir gesagt, ich soll doch einfach mehrere Kanäle vorstellen, wie ich mich entscheiden kann. Und auch hier bin ich dankbar für eure Vorschläge. Doch das war ja jetzt damals überhaupt nicht mein Interesse und ist ja letztendlich auch komplett gegen den Grundgedanken des Formates. Beim Kanal des Monats sollte es ja vor allem um eins gehen. Erstens, durch eure Bewerbung solltet ihr euch selbst ein wenig reflektieren und allein dadurch schon etwas besser werden. Zusätzlich wollte ich euch aber auch eine kleine Bühne geben und die Kanäle, die es besonders verdient haben, denen wollte ich in meinen Videos mit dem Feedback nochmal eine zusätzliche Bühne geben. Wir drehen den Spieß jetzt hier aber mal ein bisschen um und ich werde euch tatsächlich meine Favoriten vorstellen und ihr dürft dann abstimmen, welcher Kanal denn euer Favorit ist und den Titel eurer Meinung nach verdient hat. Wenn sich dieses Format so durchsetzt, werde ich es in der zweiten Staffel auf jeden Fall wieder so handhaben. Mein erster Favorit ist Vanessa. Vanessa ist eine unglaublich nette Person, die vermutlich auch gerade deswegen mit nur 400 Abonnenten eine Community hat, von der manche YouTuber mit 10.000 nur träumen können. Von der reinen Entwicklung her ist sie, denke ich mal, eine der besten Teilnehmerinnen des gesamten Projekts. Die Qualität wurde wirklich von Monat zu Monat besser. Wenn ich jetzt noch ein paar Monate mit der Auflösung warten würde, könnte ich dir vermutlich direkt den Titel geben, wenn es so weitergeht. Zweiter Favorit ist Natururin. Genauso verrückt, wie der Name es andeutet. Wenn ich danach bewerten würde, wer wirklich raussticht, dann wärst du wohl locker der Gewinner.
Gleichzeitig bist du aber noch eine Person, die man entweder extrem feiert oder komplett dämlich findet. Dazu musst du aufpassen, dass du wegen deines Alkoholkonsums kein Problem mit den Richtlinien bekommst. Ansonsten hast du definitiv auch sehr, sehr großes Potenzial. Und dritter Favorit ist Gemüsewurst. Ebenfalls ein sehr humorvoller Kanal, der von zwei Leuten geführt wird und wo es wieder um Gaming geht. Sowohl vom Inhalt als auch von eurem Humor spricht euer Content mich von allen Bewerbern wohl am meisten an, hab mich deswegen auch oft ganz gut unterhalten gefühlt. Was mir bei euch aber noch fehlt, ist etwas, das euch wirklich besonders macht, weil obwohl ihr mit euren Einspielern gut für Abwechslung sorgt, ihr habt immer noch dieses, ja, das ist halt der 83.000. Minecraft-Kanal Gefühl, wenn ich euch schaue. Noch mehr Individualität und ihr habt ebenfalls sehr, sehr gute Chancen. Alle drei werden von mir in den Kommentaren auch noch Feedback bekommen, denn dieses Privileg der Gewinner soll ja nicht vollständig verloren gehen, auch wenn es hier so gesehen keinen richtigen gibt. Das Ergebnis der Abstimmung wird euch dieses Mal jetzt nur die goldene Ananas bringen, aber wie gesagt, alle drei von euch bekommen ja den Hauptpreis, außerdem wird der Gewinner bei einer zweiten Staffel zumindest nochmal erwähnt, auch wenn das natürlich noch ein bisschen dauern kann. Stimmt einfach hier oben in Infokarte für euren Favoriten ab, deren Kanäle sind natürlich auch in der Beschreibung verlinkt. Dahinter gibt es übrigens auch noch 5-6 weitere Kanäle, die wirklich so eng beieinander liegen, dass ich die gar nicht wirklich sortieren kann. Ich kann jedem einfach nur noch sagen, der jetzt nicht genannt wurde, bei jedem Kanal habe ich irgendwo etwas Positives gefunden. Aber einige haben echt auch noch wirklich viel zu tun. Achtet sorgfältig auf das, was Kanäle wie ich euch sagen, hört vor allem auch auf eure Zuschauer und versucht euch immer weiter zu verbessern, dann seid ihr alle auf dem richtigen Weg. Ich hatte zuerst auch vor, die Kanäle der drei Favoriten hier schon im Video mit Feedback auszustatten, also dann quasi eine Art Kanalbewertung draus zu machen. Generell fragen mich sehr viele von euch, ob ich mir dann mal in Videos eure Kanäle anschauen und bewerten könnte, mit Feedback und allem drum und dran. Jedoch muss ich das hier leider verneinen, auch wenn es mich unfassbar ehrt, dass euch meine Meinung so wichtig ist. Aktuell ist es aber nun mal deutlich wichtiger, dass ich allgemein hilfreiche Videos produziere, als dass ich mir 3-4 Kanäle rauspicke. Sowas soll irgendwann mal in Form eines Livestreams kommen, aber auch das wird noch dauern, da habe ich aktuell mehr als genug Gründe, warum ich dazu noch nicht bereit bin. Und letztendlich habe ich es auch schon so oft gesagt, ich will euch beibringen, auf eigenen Beinen zu stehen und euch nicht einmal hochpushen, wovon ihr langfristig nichts habt. Kanalbewertungen werden zu 100% eines Tages kommen, aber noch ist es dafür zu früh. Und wer eine professionelle Kanalbewertung samt Beratung haben will, für den steht ja jetzt schon jederzeit die Tür offen zu meinen Coachings. Klar, die kosten was und solange ich keine Website habe, müssen wir das auch noch über E-Mail oder Instagram-PNs abklären, aber für jeden Interessierten finden wir da eine Lösung. Jetzt aber genug damit, das Video soll keine Eigenwerbung sein. Bitte gebt mir auf jeden Fall Feedback, wie euch dieses Abstimmverfahren gefällt. Als Kompromisslösung bin ich sehr zufrieden damit und könnte mir durchaus vorstellen, es für eine zweite Staffel so zu übernehmen, erinnert mich irgendwie auch so ein bisschen an DSDS und so mit diesen Abstimmungen. Und immerhin profitieren jetzt ja auch mehr als nur ein Kanal davon, was ja immer eine kleine Entschädigung für die verspätete Finalfolge ist. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt es mir auf jeden Fall gerne mit einem Like, vergesst nicht das Abstimmen und dann sehen wir uns hoffentlich in einem weiteren Video wieder. Haut rein, Leute, und ciao!